Situation vorlag, dass ein ein günstiger bis kostenloser Raum zum Wohnen und aber noch viel mehr zum Produzieren vorhanden war. Diesen Raum haben wir uns selber genommen, wir haben ihn produziert und mit ganz einfachen und simplen und unschönen Mitteln, nämlich also einfach die Polizei rufen, wurde dieser Raum wieder geschlossen und verschlüsselt und an einen einzigen gegeben, der dieses Haus unter seiner Kontrolle haben möchte. Wir haben von Anfang an den Künstlerinnen und Künstlern, ich möchte das nochmal ausdrücklich sagen, die Möglichkeit gegeben, hier zu proben. Es war kein Zufall, dass das Publikum sich die Publikumsräume, sprich die Foyers, genommen hat, um hier selber die Aushandlung über den öffentlichen Raum zu machen. Wir haben das von Anfang an gesagt und auch nochmal in einem persönlichen Gespräch mit den Künstlerinnen und Künstlern, sprich mit Susanne Kennedy, aber auch mit Mohamed Al-Attar kundgetan und auch an Tino Segal haben wir die Botschaft gesendet, dass wir ihm auch die Proben in den Foyers und Umgehen ermöglichen werden und ihn sogar personell unterstützen werden, weil er gerne mit Zuschauern oder Statisten probt. Dieses Angebot haben wir immer formuliert. Es ging uns niemals um die Verdrängung von Künstlern oder um die Situation, dass wir die eine Kunst gegen die andere Kunst aufwiegen möchten. Dann noch einmal zu dem nächsten Vorwurf, der jetzt immer wieder auch durch die Medien geistert. Das ist, dass wir an dem Plenum oder bei der Versammlung am vergangenen Mittwoch das Angebot des Senats abgelehnt hätten. Wir haben in der basisdemokratischen Struktur, die wir uns gegeben haben, dieses Angebot als eine Verhandlungsgrundlage anerkannt und ohne dass von Senatsseite oder von Hausseite eine andere Botschaft gekommen wäre, sprich, dass es dann zur Räumung kommen würde, diese Entscheidung auf den nächsten Tag vertagt. Dazu sind wir nicht mehr gekommen, weil unsere internen Beratschlagungen polizeilich in einer konzertierten Aktion unterbrochen wurden. Dann kommen wir noch einmal zu dem Punkt, und bist du nicht willig, dann brauche ich Gewalt. Wir haben durch die Bank Gesprächsbereitschaft signalisiert und durch die Bank gesagt, dass es uns nicht darum geht, den Betrieb und die Arbeiten an diesem Haus zu behindern. Diese Gesprächsbereitschaft wurde auch angenommen. Wir wären mehr und mehr auch in Kontakt mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hauses gekommen. Da waren wir auf einem guten Weg, trotz aller ersten Unmutsbekundungen. Diese Gesprächsbereitschaft wurde von Chris Derkon nicht angenommen. Er ist nur ein einziges Mal in der Versammlung und im Vorderhaus erschienen, um mit uns zu sprechen. Und das war ein Beisein von 200 Schaften, in der er sprichwörtlich gesagt hat, wenn ihr jetzt nicht geht, rufe ich die Polizei. Es wäre durchaus die Möglichkeit da gewesen, dass mindestens das morgens hinkommen, alleine sagen, Leute, heute Abend ist vorbei oder ich rufe die Polizei, aber noch nicht einmal diesen Schritt hat er alleine gemacht. Und das ist in einem Haus, das auf Konflikt und das darauf beruht, dass Menschen miteinander reden. Also das kann man ja schon als Grundverabredung des Theaters sagen, ist einfach unwürdig. Ich glaube, das sind nochmal die inhaltlichen Punkte, die ich noch einmal ausräumen wollte, weil sie jetzt so durch die Presse geistern, als ob wir jetzt hier Leute gegeneinander ausgespielt haben. Wir haben in dieser Zeit, in der wir hier drin waren, haben wir in kürzester Zeit einen Betrieb von 93 Mitarbeitern aufgebaut. Wir haben hier Arbeitsgruppen von um die 120 Personen gehabt, die täglich hier gearbeitet haben und diesen Ort wirklich genutzt haben. Diese Partizipation wurde mit einem Schlag, mit einem Anruf zunichte gemacht. Ich würde jetzt gerne Herrn Christoph Knoch auf die Bühne bitten, der hier als Privatperson sprechen wird und nicht als Sprecher der Koalition der Freien Szene, der er sonst auch ist. Ich bin dazugekommen, ich habe das nicht mitorganisiert. Ich habe den ersten Tag erlebt, wo wir uns alle kennengelernt haben, wie in einem Theaterstück, die Exposition. Wer ist eigentlich alles dabei? Die Leute, die Installation gemacht haben, das Plenum, die Politik. Aber ein Einziger hat gefehlt die ganze Zeit, Chris Derkon. Ich habe den zweiten Tag gesehen, wo das erste Plenum richtig stattgefunden hat, wo die AGs sich entwickelt haben, wo man gemerkt hat, was alles möglich ist, wenn man sich selbst organisiert.
auch mit den ganzen Problemen bei der Diskussion und bei der Moderation und bei der Frage, wer das alles dann machen darf und wie das funktioniert mit dem Gendern. Und das ist ja auch jetzt noch nicht so ganz richtig da. Und dass ein Mann nach einer Frau und eine Frau nach einem Mann spricht, ist auch noch nicht richtig durchgesetzt. Aber immerhin, es war da. Aber wieder ein Einziger hat gefehlt. Das war wieder Chris Deacon. Für mich ist der Dienstag, das war, glaube ich, der, naja, ihr wisst, welches Datum das war. Das war für mich eigentlich der schönste Tag. Das war sehr, sehr zart. Das war sehr, sehr schön, wo man den Eindruck hatte, da ist eine Hoffnung da, wo eine Möglichkeit da ist. Das war sehr, sehr ruhig. Vorträge sind gehalten worden, Musik ist gemacht worden, die Stadt ist reingekommen. Viele, viele sind da durchgekommen, haben das gesehen, haben gemerkt, es ist möglich, das Haus ist nicht kaputt gewesen. Ich fand es sehr traurig, dass zum Beispiel Alice Ströber, von der ich eigentlich sehr viel halte, dann von Vandalismus gesprochen hat. An keiner Stelle ist Vandalismus gewesen. Allerhöchstens die Plakate vielleicht, die immer wieder darauf hingewiesen haben, dass man doch nichts kaputt machen kann. Die sind an die Wand geklebt worden. Aber ist das Vandalismus? Auch an dem Tag ist wieder ein einziger nicht da gewesen. Das ist Chris Deacon. Und dann kam der vierte Abend, für mich der vierte Akt, das retardierende Moment, die Möglichkeit plötzlich den grünen Salon zu bekommen. Ob man das hätte nehmen sollen oder ob man das nicht hätte nehmen sollen, wie man das Ganze hätte verhandeln sollen, keine Ahnung, das werden wir nie wissen. Aber jedenfalls, die Möglichkeit hat im Raum gestanden, man hat angefangen darüber zu diskutieren, dass das nicht sofort in einer organisierten Struktur durchgeht und dass man das vielleicht nicht an einem Abend durchmacht. Ich glaube, das haben alle begriffen. Umso überraschender ist dann der nächste Morgen gewesen. Aber auch an diesem Abend, wo man wirklich darüber gesprochen hat, auch da hätte er kommen können und etwas sagen können. Aber auch da ist Chris Deacon wieder nicht gekommen. Und dann kam die Räumung. Es ist ja gerade gesagt worden, der einzige Akt, wo dann Chris Deacon gekommen ist, ist mit der Polizei gewesen. Ich verstehe das nicht. Es ist überall von allen Intendanten im ganzen Land gesagt worden, dass es ist im Bayerischen Rundfunk nicht unbedingt der Hort der Liberalität, ist eine Sendung angesetzt worden, Besetzung als Chance. Aber das ist überall besprochen worden und die Chance ist nirgends ergriffen worden. Ihr mögt vielleicht schimpfen über Klaus Ledere, ihr mögt vielleicht schimpfen über die Verwaltung. Ich bin ehrlich gesagt nicht der Meinung, denn das sind die einzigen gewesen, die jeden Abend dort waren, die sich dem Gespräch gestellt haben. Wir erinnern uns alle, wie Dominique Rosin die ganze Zeit da gewesen ist, wie Thorsten Wöhler da gewesen ist. Es mag sein, dass der Auftritt von Klaus Lederer am ersten Abend nicht der allerglücklichste war. Da hat er es ja zweimal versucht zu reden und ist dann wie so ein Zampano hergekommen, hat seine Jacke abgelegt und wollte die große Rede halten. Das ist hier kein Parteitag, sondern das ist die Frage, wie man direkt mit den Menschen spricht. Das ist ihm nicht so richtig gelungen, aber er ist da gewesen. Und ganz ehrlich gesagt, das rechne ich ihm sehr, sehr hoch an. Was ihr hier fertiggebracht habt, und das ist nach 2,5 Jahren heftiger Diskussion, wo die ganzen Zeitungen voll waren, wo die Feuilletons voll waren, wo wir von Palmer einen Artikel in der Zeit gelesen haben über das weiße Hemd, wo man doch auch mit dem Pförtner sprechen kann. Was ihr hier fertiggebracht habt, ist aus dem ganzen Gerede, aus dem ganzen Geschreibe vor allem, dass ihr zuerst eine Tat gemacht habt. Ihr habt das in die Handlung gebracht und habt dadurch etwas Neues fertiggebracht und etwas Neues aufgezeigt. Ihr habt einen Raum aufgemacht. Ihr habt das in Handlung umgesetzt, was Theater eigentlich ist. Ein Ort des Diskurses, ein Ort der konkreten, der Visionierung von konkreten Utopien. Das habt ihr fertiggebracht. Und das ist etwas, wohinter eigentlich jetzt kein Intendant mehr hier in der Stadt zurück kann. Das Haus wird ab morgen, wenn hier dann alle fort sind, wieder in seiner blühenden Leere erstarren. Und wir werden alle sehen, was fehlt. Und das alles wird nicht auf euch, sondern das alles wird auf Chris Deacon zurückfallen. Ich muss ehrlich sagen, und das vielleicht ganz, das ist sehr persönlich. Ich war der letzte Assistent von Christoph Schlingensief und ich war in München, als Christoph da Via Intoleranza gespielt hat. Und Chris Deacon hat ihn eingeladen und der Tag wird einer der größten in meinem Leben sein, weil Christoph meinte, kannst du mal kurz in ein Restaurant gehen, ist eine Freundin von mir da, kümmere dich mal, ich komme ein bisschen später. Und habe ich gefragt, ja klar, wer ist das denn? Und dann meinte er, das ist Patti Smith. Klar, war ich da unglaublich stolz, also sehr nervös und sehr glücklich. Und dann ist auch Chris Deacon dazugekommen und ich fand das toll. Ich fand toll, wie er gesprochen hat, ich fand toll, wie er als Belgier über Kolonialismus gesprochen hat, wie er über die Kunst aus Afrika gesprochen hat und eben nicht über die ethnologische Kunst, sondern tatsächlich über die Kunst darüber gesprochen hat. Und ich habe mir gedacht, Mann, das ist klasse, so etwas fehlt in Berlin.
Aber seit er dann hier angekommen ist, seit wir sein Programm gesehen haben und seit wir seine ganzen öffentlichen Auftritte bei seiner absurden Pressekonferenz, der ersten, als er intronisiert worden ist, der zweiten, die 100.000 Euro gekostet hat am Tempelhofer Feld, als wir ihn dort gesehen haben, ist nichts als Leere gekommen. Und dieses Scheitern eines Menschen, dieses Menschen, der sich letztendlich hier auch als Feigling entpuppt hat, das ist wirklich erschütternd. An euch wollte ich nochmal sagen, an euch, die ihr hier diese ganze Installation gemacht habt, vielen Dank dafür. An euch wollte ich auch nochmal sagen, ihr habt etwas fertiggebracht, was die Stadt aushalten sollte. Und es ist umso bedauerlicher, umso trauriger, umso empörender und umso unverständlicher, dass das nicht passiert ist. Von mir aus, und zwar von mir aus privat, nicht als Sprecher der Koalition der Freien Szene, sondern ganz privat, vielen Dank. Kunst von egoistischen Möchtegern-Künstlern, die nur ihre eigene Karriere im Sinn haben und sonst nichts. Die eigene Karriere muss aufgegeben werden. Es ist eine Frechheit, wie die Arbeiter benutzt und vorgeschoben wurden, wie die Flüchtlinge. Das scheint ja modern zu sein, diese Übermoral. Chris Derkon lässt ja auch syrische Frauen für sich tanzen. Ekelhaft. Genauso ekelhaft ist es, von einem Faschisten wie Derkon ein Zitat von Karl Liebknecht zu verwenden. Wieso lässt man diesen Leichenschänder weiter an der Volksbühne Schaden anrichten? Und warum stellt man es verkehrt herum dar und sagt, die Besetzer würden den Schaden anrichten? Wir haben versucht, das Haus zu verteidigen, nachdem alle anderen Versuche gescheitert sind. Und warum mischen sich irgendwelche besorgten Bürger ein in die Diskussion und plädieren für die Räumung? Ich meine, was würde los sein, wenn wir euch das Stadion oder den Puff zumachen, beziehungsweise die Moschee oder den Frauen die Shopping Mall? Um jetzt auch mal antifeministische Töne anzuschlagen. Was wäre, wenn wir den Politikern den Bundestag zumachen? Es ist außerdem eine Frechheit, von der Riga zu glauben, wir hätten alle nichts gelernt. Und nur sie hätte auf den ostdeutschen Dörfern mit Castorp was gelernt. Und danach hätte niemand mehr was gelernt. Und das Argument von den Geiselarbeitern, sie würden in erster Linie das Haus beschützen, da frage ich mich, wo wart ihr, als man die Schauspielergarderoben herausgerissen hat, um dadurch neue Büros für Chris Derkons Produktionsleiter zu schaffen? Und wer sagt denn, dass wir nicht versuchen, das Haus zu beschützen und dafür müssen wir noch nicht mal arbeiten? Wir kriegen keinen Cent und beschützen es trotzdem. Und dann die Künstler. Also für mich sind es ja Verräter. Also diese korrupten Möchtegern-Künstler, die sich ja ach so in ihrer Arbeit gestört fühlen. Die lassen sich von Derkon einkaufen, verraten alle anderen Künstler, verraten die Volksbühne und denken, damit werden sie so ruhmreich wie ihre Vorgänger. Mitnichten werdet ihr das. Und wir sind angetreten, den Schwindel aufzudecken. Denn dafür, um an der Volksbühne Theater zu machen, braucht man Integrität. Und die habt ihr spätestens dann verloren, als ihr euren Lohn von Derkon eingesteckt habt. Wir verachten euch und ich bin froh, dass eure Arbeit gestört wurde. Es war sowieso nur Scharlatanerie. Der erste Akt ist gelungen und ich hoffe, die Besetzer können sich beim nächsten Mal inhaltlich besser vorbereiten. Bitte keine ideologischen Begriffe mehr von Feminismus-Schlampen. Kein Heidi-Teil mit der Presse und kein Orwellsches Neusprech. Gender raus oder ich werde zum Nazi. Kümmert euch lieber um Inhalte, also nicht noch mehr Form und noch mehr Regeln. Schaut euch die alten Filme an, informiert euch und blamiert uns nicht durch Unwissenheit. Wir müssen unschlagbar sein, es geht in den zweiten Akt. Die Riga hat ja recht, wenn sie sagt, die Besetzer würden sich mit Derkon gut verstehen, weil sie auch so verschissen politisch korrekt sein wollen. Wo ist das Radikale? Ich kann es noch nicht finden bei euch. Keine braven Worte mehr. Ein Kunstwerk ist immer alles und noch viel mehr. Diese Worte draufkleben zu wollen, das macht es klein. Sarah, das ist, als ob man einen Toaster erklärt. Schauspieler sind keine Revolutionäre, Fragezeichen. Und revolutionäres Theater kann eine Revolution gebären. Aber das ist dann wohl schlechtes Theater. Na und? Man kann nicht alles haben. An uns Besetzer. Werdet nicht wie sie. Redet nicht wie sie. Der Feind ist nett, wir sind verschwiegen. Keine Angst vorm Scheitern. Wir müssen scheitern, öfter scheitern, besser scheitern. Und? Wir müssen unsere Forderungen nochmal klar machen. Was wollen wir? Wohin geht die Reise? Das Theater ist unser Kosmos. Wir bleiben hier. Wir fordern, dass Derkon als Intendant zurücktritt. Wir fordern eine kollektive Intendanz für die Volksbühne. Wir fordern die Räume, die wir brauchen, um den Dialog über unsere gemeinsame Zukunft, nein, über unsere Gegenwart fortzusetzen. Der grüne Salon ist dafür zu klein. Wir fordern die Foyers, den roten und den grünen Salon. Alles andere ist unrealistisch und käme einem Konsens gleich. Das würde das Herz aus der ganzen Sache herausnehmen. Aber warum haben wir die Volksbühne besetzt? Warum ein Theater? Weil wir die Geschichte dieses Hauses kennen. Es war immer ein widerständischer Ort. Der Intendantenwechsel ist eine feindliche Übernahme und muss korrigiert werden. We only move when something changes. Und bis jetzt hat sich nichts verändert. Im Gegenteil, es ist ein Hohnlachen in unser Gesicht. Und jetzt tatsächlich, wenn es tatsächlich versucht wird, trotz alledem weiterzumachen, Volkes Willen unter den Teppich zu kehren und zur neoliberalen Tagesordnung überzugehen. Hallo, wir leben noch und wir sind nicht müde, wir sind gerade erst aufgewacht. Wir haben viele Unterstützer gewonnen. Bertolt Brecht, nicht seine Erben, Josef Beuys, Christoph Schlingensief, sie sind mit uns.
Aber wahrscheinlich kämen Sie in unserem Plenum nicht zu Wort, weil Sie Männer sind. Und das ist sehr schade. Ich möchte die Moderation weniger faschistisch und weniger narzisstisch geführt wird und dafür mehr an Inhalten interessiert ist. Wir sind viele unterschiedliche Menschen und wir brauchen etwas, das für uns alle funktioniert, so wie der Kommunismus. Aber wer heutzutage Kommunist ist, der muss nach Nordkorea gehen. Es geht jetzt darum, etwas Neues zu finden. Es ist deswegen wichtig, dass wir durch unsere Kunstwerke sprechen, dass wir unsere eigenen Bilder erschaffen, an die wir glauben. Ich freue mich, dass wir heute alle da sind und das ist wirklich rührend, aber wir machen jetzt natürlich weiter. Es schadet uns nicht. An meine Zeitgenossen. Wir leben in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts. Später wird man sagen, im Jahre 2017 wurde der Versuch unternommen, die Volksbühne zu erobern. Die Stadt nahm das zum Vorwand und landete zum Schutz Polizeitruppen am Rosa-Luxemburg-Platz. Die Volksbühne ging daraufhin ins Exil. In der Sprache der Berliner tauchte die Wendung auf, denk an die Volksbühne. Ein Appell, der sich an alle richtet, sich nicht mit diesem Zustand zu versöhnen und so zu tun, als sei in der Kampfesruhe, die sich mit dem gewaltsamen geräumten Haus, also eine Okkupation ist, die keine Okkupation mehr ist. Denk an die Volksbühne. Es ist eine außerordentlich wichtige Idee. Für die Presse ist sie unerlässlich. Journalisten denken, wenn sie schreiben, noch nicht genug an die Volksbühne. Sie meinen, wenn man eine Sache nicht benennt, löst sie sich von selbst auf. Das stimmt nicht. Sie löst sich nicht von selbst auf. Man muss sie treffender benennen und beschreiben, als sie es verdient. All die Kritiker denken zu wenig an die Volksbühne. Sie kranken am Vergessen. Denk an die Volksbühne. Es ist ein Motto, es rüttelt an der Klinke, es läutet die Glocke. Nein, kein Einbrecher, keine losgerissene Kuh, nur die Töne sind ähnlich. Die Volksbühne geht uns alle etwas an.